So, dann herzlich willkommen zu der Wochenendausgabe von JFT Live Trading TV. Und zunächst einmal, wie immer, eingeblendet der Risikohinweis. Meine Analysen stellen keine Aufforderung zu irgendeinem Erwerb von Optionsscheinen oder Produkten, Finanzinstrumenten dar. So, dann fange ich zunächst einmal mit dem Fazit an. Zäume ich das Pferd von hinten auf. Also letzte Woche alles daran gelegt, noch antizyklische Trades zu machen. Zwar lief es nicht wie hier im DAX ganz an die untere Marke hin, aber es war im Prinzip alles ausgelegt auf einen positiven Wochenschlusskurs und eben, dass jetzt hier die Grundlagen für die nächsten Wochen gelegt worden sind wahrscheinlich. Komplette antizyklische Trades fallen jetzt weg. Jetzt müsste man halt, oder jetzt steigt man um auf prozyklische Ausbruchsszenarien. Im DAX hat sich jetzt hier der SMA 200 nicht als wirkliche Unterstützung gezeigt, als im Wochenchart. Dafür aber eben dann die Trendunterkante. Wurde aber eben leider wegen 20, 30 Punkten nicht erreicht. Trotzdem lief ja ein Einstieg mit 300 Punkten Gewinn, konnte man rausgehen. Oder man ist ja auch rausgegangen, wurde aber zwar nach einem Rücksetzer von 100 Punkten wurde wieder eingekauft und die liegt jetzt ja rund 70, 80 Punkte minus. Der andere Trade liegt rund 70 Punkte im Plus, aber das sind ja unterschiedliche Trades. Oder beziehungsweise werden halt unterschiedlich dann gewertet. Im DAX schauen wir hier den Tageschart an. Hier ist eine schöne Kerzenkonstellation da. Das Gap wurde nicht geschlossen. Wir sind auf Tageshoch rausgegangen. Und hier spielt jetzt dann 150 Punkte bis zum EMA 10 ist hier drin. Im 4-Stunden-Chart wurde der EMA 10 genommen und hätte dann im Prinzip Spielraum bis 9,2 etwa. Und im Stundenchart kämpft er gerade mit dem EMA 38, wie man eben hier eindeutig sieht. Hier wird es abgeprallt. Hier wurde das Szenario, das Setup erwähnt mit der negativen Stundenkerze. Und hier stehen wir jetzt direkt an der Kerze. Wenn man hier jetzt nur einfach das Kursziel Oberkante nimmt, wäre eben bei 9200 Punkten drinnen. Und zunächst muss natürlich dann eben bei 9350 eben aufgepasst werden, beziehungsweise eben dann 9470. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Und dennoch sind wir jetzt eben gut aufgestellt, Morphos ist gekauft, ne, Airbus etc. was hier immer wieder die Setups aufgezeigt. Also eine Daimler und die macht jetzt definitiv Mut und sollte an die 71 bzw. 67 Euro hochlaufen. Das ist einer der Favoriten, genauso wie BMW. Die Telekom-Aktie sieht auch jetzt mit dieser Kerzkonstellation sehr gut aus. Zu den US-Indizes. Hier ist jetzt auch der Tageschart. Hier ist auch ein Gap geblieben beim S&P 500 Index. Die Wochenkerze hat jetzt tatsächlich eben hat sich als Hammer entwickelt. Das war ja auch sozusagen geplant oder ein Wunschergebnis. Und
alleine hier von der Zählweise könnte jetzt hier eine größere Bewegung eben zu Ende sein. Ziele, im Prinzip ist hier das Ziel Absicherung hier unten. Also wenn der Markt nochmal hier runter geht, ich liebe ja antizyklische Szenarien oder halt Unterstützungen eher zu kaufen, da das Chance-Risiko-Verhältnis sehr gut ist. Man kann den Stopp relativ eng setzen. Warum sollte jetzt hier nochmal dieses Tief angelaufen werden? Werde ich keine Setups, keine antizyklischen vorstellen, jedenfalls nicht in der Masse, wie ich das jetzt so präsentiert habe. Weil hier ist dann natürlich schon die Gefahr groß, dass es eben ganz nach unten rauscht. Eine Alphabet-Aktie hat jetzt am Freitag eher enttäuscht, ist mal beim Plus. Eine Amazon.com scheiterte am Tageswiderstand, aber auch hier ist man im Plus. Und eine Apple, die muss jetzt definitiv, also da bleibt dann nicht der Stopp auf Schlusskursbasis, das wäre jetzt für mich einfach auch nur jedes neue Tief unter 92,40 wäre ein Verkaufssignal bzw. einfach ein Stopp. Und der Euro gegenüber Yen wurde ein Gewinner-Trade, ein Verlust-Trade. Hier wurde dann die Unterstützung minimal unterlaufen. Short-Signal nicht aktiviert, das war weiter unten. Mit diesen Kerzen, aber die haben eben auch hier schon mal stattgefunden. Lässt sich aufbauen und ein Rücklauf an die 1, an die 131 etwa prognostizieren. Und der Stopp definitiv dann hier unten. Plus minus 1-2 Pips. Dann nochmal kurz ein Fazit. Alles für steigende Kurse ist in der letzten Woche jetzt gelegt worden. Hier wurde auf dieses Setup die ganze Zeit Wert gelegt, beziehungsweise darauf gesetzt, dass es eben so stattfindet. Und die Ernte sollte dann jetzt nächste Woche dann eingefahren werden, beziehungsweise Wochen. Bei dem einen Setup, wo man 70-80 Punkte im Plus liegt, liegt der an Kursziel, habe ich das noch hier? Da werden nur, wenn es jetzt hier morgens auch gleich mit dem Gap möglicherweise erreicht wird, wird hier nur ein Teilgewinn verkauft, der Stopp bleibt hier unten. Bei dem anderen Setup gibt es sowieso noch kein Target, kein Kursziel. Also hier nur Teilgewinnmitnahme und dann abwarten, wohin sich die Märkte bewegen. Sollte es wieder erwarten, eben nächste Woche bzw. gleich am Montag zu keinen steigenden Kursen kommen, dann wird auch hier dieses eine Setup definitiv frühzeitig beendet oder auf plus minus null wird es dann möglicherweise ausgestoppt, aber zunächst bleibt es hier unten. Dann wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche.